Yo, und damit begrüße ich euch zurück zu einem neuen Part von Splatoon 2 Octo Expansion. Wir schließen heute wirklich die D-Linie ab mit J06D11. Mehr ist wirklich nicht drin. Wirbkisten. 2000 kostet das. Heieiei. Zerstöre alle Ziele mit begrenztem Tintenvorrat. Eieiei, das kann dann wieder ein wirklich spaßiges Level werden zu Beginn. Mal gucken, ob ich das spielen werde oder also ob ich da erstmal das pausieren werde. Einmal versuche ich es aber. Nur 2000 ist übel. Und mit Klecksroller soll ich nutzen, okay. Dann werden wir den auch mal nutzen und du darfst mir Tipps sagen. Wie ich den runtergebounced habe. Zerstören Sie alle Zielkisten mit begrenztem Tintenvorrat, okay. Nur ich sollte aufpassen und sollte jetzt nicht rumkaspern, sondern sollte loslegen hier. Okay, wir haben wirklich fast gar nichts. Und das Problem ist natürlich mit dem Ding. Wow! Eieiei, der hat mich erschrocken. Ja, ich merke es. Ha. So, nur das wird jetzt übel werden, glaube ich. Oha. Ach du Heiliger. Ich mag auch nicht, wie der da fährt. Nur wir haben ja gelernt, wenn ich den jetzt treffe, dann, und ich keine Tinte mehr habe, habe ich es trotzdem geschafft. Buja. Also, kann gerne häufiger solche Aufgaben sein. Also, da habe ich kein Problem mit. Also, das habe ich, glaube ich, in Rekordzeit geschafft, glaube ich. Also, so schnell habe ich noch nie eine Aufgabe hier in Octo Expansion geschafft. Finde ich nice. Gut, ja, ich habe jetzt aber wie gesagt Bock auf die Route, die H-Route, deswegen nehmen wir die H-Route. Wusch und Bumm, Rollschuhbahn. Erreiche mit der Sepi-Sphäre das Ziel innerhalb des Zeitlimits. Puh, mal wieder ordentlich, aber so wie ich das sehe, wenn ich innerhalb des Zeitlimits das Ziel erreichen sollte, dann würde ich vermuten, wir sollten uns von den Gegnern die Gegner in Ruhe lassen, sondern sollten uns mehr darum kümmern, zum Ziel zu kommen. Nutzen Sie die Unzerstörbarkeit der Sepi-Sphäre, um ans Ziel zu kommen. Ja, also wir sollten alles, was Gegner oder so ist, ignorieren. Wir sollten zum Ziel fahren. Oder rollen, besser gesagt, würde ich sagen. Würde ich sagen. Wir sollten uns einfach nur zum Ziel rollen. Ja gut, jetzt sollte ich das, glaube ich, sogar. Ach komm, lass mich doch mal durch hier. Meine Güte hier, so. Hoppa. Und hier würde ich sagen, hier rolle ich jetzt nur durch. Wobei ich jetzt hier natürlich, oh, natürlich gefährlich springen muss. Ach du Heiliger. Ah, okay, ich wollte schon sagen hier. Das Level kennt man sogar. Wenn ich natürlich besser springen könnte. Aber das Level kommt mir bekannt vor. Das gab's, das hat man im Trailer sogar gesehen. Uiuiui. Uiuiuiui. Ganz knappe Messens Zeitlimit hier mal wieder. Oh ja. Ist das böse, ist das böse, ist das böse. Eieieiei, ist das böse. Wo muss ich hin? Eieiei, ist das krass hier. Bleib mir aus dem Weg. Geh mir nicht im Weg. Oh, Hilfe, ey. Oh, das ist das Ziel. Boom. Und im Ziel. Eieiei. Coole Idee, aber. Boah, das ist schon wieder höchst Grad an Konzentration, den man hier braucht. Ein Fehler und eigentlich ist es auch schon wieder vorbei. Also ich hatte teilweise echt Glück, nur noch so mit einer Restsekunde oder so zum Checkpoint gekommen, wo man dann zum Glück noch Zeitbonus bekommt. H03, lass rocken, Baby, Festivalgelände. Fahre auf dem Turm zum Ziel. Lass mich raten, Turmkommando in der Seerockbühne oder wie die hieß. Die eine Arena in Splatoon 2. Hört sich sehr stark an. Und ich glaube, das ist auch die Seeigel-Rockbühne oder wie sie sich nennt. Ja, also dann mit der Kleckse. Ja, es ist sie. Okay.
Und damit der Kleckser das so gute Dienste erwiesen hat, werde ich ihn auch benutzen. Fahren Sie auf dem Turm ins gegnerische Ziel. 5 Minuten. Ah. Juhu, Octolinge. Es wird wieder eine spaßige Spritztour. Nur den Turm bis ins gegnerische Ziel bringen. Ja, Marina, nur ist gut, würde ich sagen. Nur ist gut. Mal wieder schön alleine gegen alle, gegen alle. Alle gegen eine, wie sagt man so schön hier. So. So. Eieiei. So, wieder Turm in der eigenen Hand. Und weiter geht die Spritztour. Sehe ich das ja auch, wie lange ich da noch warten muss. So. Wo bist du? Ach, da oben bist du. Okay. Werde ich mich mal um dich da mal oben da kümmern, weil du regst mich da oben auf. Ja, soll mir recht sein, dass der Turm zurückgeht. Erstmal muss ich mich um den Freundchen kümmern. Weil der regt mich hier auf. Schießt irgendwer noch einen oder ist das ein Sprengler? Weil der hört irgendwie nicht auf. Oh ja, ne? Ist ja auch nett. Ist ja auch richtig nett, der Sprengler da. Oh gut, den werde ich da gleich schon eliminieren. Ist ja mal wieder richtig nett, der Sprengler. Und vor allen Dingen auch die Geräusche, die dieser Turm immer macht. Okay. Wird aber wahrscheinlich, könnte richtig knapp werden wahrscheinlich. So, jetzt muss dieser blöde Sprengler da weg. So. Ja, definitiv Marina, definitiv Perla. Ah ja, hast du sie noch alle oder was? Haut erstmal wieder so einen Hochdruckverunreiniger rein, natürlich. Durchatmen. Durchatmen. Oh, das sollte nicht passieren. Ich würde schon lieber auf dem Turm bleiben. So gut es geht. Ja, genau. Wenigstens habe ich den gekillt. Eieieiei. So, jetzt kann ich auch wieder drauf auf den Turm. Jetzt bist du an der Reihe, wollte ich sagen. Ist der Turm jetzt wieder am Anfang? Nee, der ist da. Okay. Ah ja, ich darf ja hier hinspringen. Ist ja nett. Ist ja nett gemacht, muss man ja sagen. So, jetzt bist du dran. Gott, ey. So, durchatmen. Aber wir haben noch die Hälfte der Zeit und sind gleich am Ziel. Also es sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, würde ich sagen. Wo bist du? Ja, ist klar, ne? Natürlich. Genau. Geht's euch noch gut hier? Eieiei, ja, genau. Reicht's mir. Noch einer. Ja, natürlich. Noch einer. Wie viel von denen gibt's denn, wenn ich mal so fragen darf? Aber wir haben es geschafft. Okay. Ist mir dann egal. Ist mir dann komplett egal, was ihr noch macht hier. Aber ich frag mich mal, wie viel von denen es gibt. Das hört ja nie auf von diesen komischen Octoling-Klon-Kopie-Gegnern da. Boah, ey. Da hat man echt nie eine Ruhe. Boah. Eieiei. So, in der Ruhe liegt die Kraft. Schießbudenweg. Zerstöre alle Ziele des Zeitlimits. Oh nein. Ich habe irgendwie ein ziemlich ungutes Gefühl bei diesem Level. Sowas in der Art hatten wir ja schon mal, was ich bisher noch nicht gemacht habe. Oh nein. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Ich habe ein ungutes Gefühl, wie gesagt, bei dem Level. Ein ungutes Gefühl. Ein sehr ungutes Gefühl. Ein Versuch, 1 Minute Zeit. Bitte was? Okay. So ein bisschen Schießbudenstand. Das kann man aber schaffen.
Es ist aber nur noch der eine, ne? Es ist nur noch der eine. Ah, shit. Yes. Okay, das war doch recht einfach. Ich dachte irgendwie, wir sind wieder auf so einem Pfad da fahren, aber nö. Das war einfach. Was ist denn los hier? In der letzten Zeit kommen mehr oder weniger sehr einfache Aufgaben. Finde ich krass, aber gut. Kann ich auch gut mitleben. Also, kann ich auch gut mitleben. Nicht so zaghaft mit der Farbe. Kunstforum. Mit einem Splatling. Hydranten-Teil. Uiuiuiui. Ich bin bald echt erledigt. So, was haben wir hier jetzt schon wieder Spaßiges? Färbe dir den Weg zum Ziel frei. Ganz klassisch. Heute ohne irgendwelche besonderen... Ohne irgendwelche besonderen Sachen hier anscheinend. Ich glaube, ja. Streichbürsten färben unermüdlich Oberflächen ein. Ja, das soll wohl so sein. Was ist das denn da krasses da? Was ist das denn da so krasses? Ja, mit so einem mega Maschinengewehr kann man auch mal abgehen. Eieiei. So ein mega Maschinengewehr. Aber gut, man muss es sagen, das ist ja eigentlich der Hydrant. So, also schönen Weg machen und dann nach oben. Wo muss ich denn hin? Ja. So geht's auch, würde ich sagen. Warte mal, dann kann ich ja auch mir das noch holen, ne? Ja. Na gut, mich auch mit. Das mega Maschinengewehr und die. Das hat echt eine krasse Reichweite, muss ich sagen, der Teil. Und hier diese ekelhafte Musik. So. Ich hätte zwar noch ein paar Punkte holen können, aber ist mir egal. Ist mir jetzt relativ egal. Wo muss ich denn hin? Ach, dahin muss ich. Komm, ich kann nicht da rüberspringen? Ach nee, da. Ich wollte schon gerade sagen, hä? Ah ja, okay. Feuer, 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 Feuer. So, damit ich mir das da unten holen kann, okay. Alles klar. So, und dann natürlich im richtigen Moment aufhören damit. Und dann hat man einen schönen Fahrstuhl nach oben. Hat alles ein System, mehr oder weniger. So, sind wir auch schon wieder gleich am Ziel. Sehr schön. Gut, wir könnten hier hochgehen oder wir könnten da lang. Und ich habe das Gefühl, wir müssen hier den Schalter drücken. Aha, okay. Ja, das macht dann Sinn. Bisschen färbe ich aber noch hier ein, damit ich einen leichtereren Weg habe. Das kennt man auch noch nicht, so dass man dieses Ding hat, dass einen die gleiche Farbe nimmt. Weil normalerweise ist es immer eine gegnerische Farbe. Darf ich da oben hoch? Ist da oben was? Das will ich mal überprüfen. Aber ich glaube nicht. Gut, dann würde ich sagen, dann machen wir mal die schöne Reise hier. Geht ja recht easy. Ist da wirklich nichts? Nö. Wundert mich, wozu das dann gut ist. Oh nein. Und schon beginnt es, dass ich... wow. Dass ich ein ekelhaftes Problem habe. Oh. Dieses Ding habe ich schon immer gehasst. Dieses Ding habe ich schon immer gehasst in Splatoon. Besonders im ersten Teil. Gut, die waren auch im zweiten Teil recht nervig. Aber natürlich auch im ersten Teil. Und da vielleicht sogar noch mehr. Okay. So, wunderbar. Gut, da bin ich erstmal safe, würde ich sagen. Da bin ich erstmal safe. Warte mal, was ist das? Ich glaube, die Dinger kenne ich. Ich habe mal auch so als Kind häufig früher genutzt. Zumindest ich immer. Hatte ich so ein kleines Spielzeug damit. Fällt mir gerade so ein. Irgendwie erinnert mich das so ein bisschen an Sunshine. So, aber wir haben es geschafft. Mal wieder ein recht easy Level, würde ich sagen. Also, ich bin echt
überrascht irgendwie, warum jetzt in der letzten Zeit die Level so überraschend einfach sind. Also, ich bin von diesem Spiel, also beziehungsweise von diesem Octo Expansion Paket, schon deutlich krasseres Niveau gewohnt. Also, das ist ein bisschen, ja. Also, ich nehme es natürlich gerne mit, weil das macht es mir natürlich einfacher. Und die nächste Reihe komplett hole ich mir gleich ab. Oder, nee, wir holen sie jetzt ab. Wir haben schon über die Hälfte, also wir kommen doch gut voran hier, würde ich sagen. 5 Sets, ich fange an vor Rührung gleich an zu flennen. Ich habe das hier aufgehoben, für eine besondere Gelegenheit wie diese. Okay, eine besondere Gelegenheit, hulala. Was habe ich denn für eine Ehre verdient? Oh, das komplette Set ist ja eine interessante Geschichte, was? Das sitzt aber auch immer meistens im gleichen Text. Komabo-Rüstung Replik erhalten. Okay, deine Träume neu zugang, du strahlst wie die Sonne für mich. Ja, das freut mich ja für dich. Gut, wir kommen doch echt gut voran. Also in der letzten Zeit, die Level finde ich gut. Und heute holen wir uns dann auch das dritte Dings. Das versiegelte Dings. Versiegelnde Dingsbums. Okay. Mal gucken, was es diesmal sein wird für eine schicke Aktion. Und natürlich wieder den Kleckser, wie es sich gehört für dieses Standard-Depot-Ding. Aber es ist krass. Also sozusagen hätten wir ja eigentlich schon 3/4 vom Spiel dann dadurch. Aber gut, ich habe eigentlich schon tatsächlich jetzt. Blut geleckt und will das jetzt doch zu 100% durchmachen. Es gab Phasen, wo ich gedacht hätte, oh Gott, das halte ich nicht aus. Aber jetzt, in der letzten Zeit, muss ich gestehen, so, um die Spannung aufzuheben. Boom. Der magische Deckel. Der magische Deckel lässt grüßen. Und natürlich ein cooles Selfie machen, das ist natürlich klar. Das gehört sich natürlich doch dazu. Naja. So, mal gucken, was wir dann mit dem magischen Deckel des Mixers anfangen können. Oh Gott. Glückwunsch, du hast das dritte Dingsbums gefunden. Nur noch eins und du kannst das ins Land der Verheißung. Ich glaube an dich. Ja, das freut mich ja. Warum haben wir Nummer 3 noch nicht gefunden? Ich sollte Poster aufhängen. Genau das mache ich. Moment. Na, wie ist das? Exaktes Abbild, oder? Ja, doch, muss ich sagen. Hast gute Zeichenkünste. Was haben wir denn noch? Welche Hautfarbe hatte Nummer 3? Oh, ich habe das Gefühl, das ist jetzt doch irrelevant, was ich hier mache. Okay, dann, warte mal, zurück kann ich nicht, ne? Nee. Hätte ich sie mir machen können, wie ich in Splatoon 1 gekämpft habe. Da war ich ja eigentlich auch eher ein Junge, aber gut. Augenfarbe. Ich glaube, hatte ich da blaue oder nee? Ich habe gelbe, glaube ich. Nee, blaue hatte ich gehabt. Doch, blaue. Und darunter schreiben wir, haben Sie dieses Mädchen gesehen? Sekunde mal. Ha. Genau. So, jetzt kann ich mich richtig wie in Splatoon 1 machen. So. Das ist mein Splatoon 1 Abbild. So, das passt dann noch besser. Ohne jeden Zweifel. So, ich bin fertig. Wenn ich es hier aufhänge, sollte man es gut sehen können. Ja, damit werden wir also bald mein alter Ego aus Splatoon 1 sehen können. Mehr oder weniger natürlich. Aber gut. So ein bisschen Relevanz oder zumindest Altertümlichkeit will man schon haben. Ich glaube, standardmäßig von der Story ist halt, wie gesagt, eher, dass das Nummer 3 eher ein Mädchen ist. Aber nö, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, dann will ich das schon stylisch machen. Wissen Bescheid. Gut, ja, dann machen wir noch die Haarreihe durch, würde ich sagen. Und ich denke, da machen wir auch direkt dann diese Route durch, weil das sind ja auch fast kaum Level, die hier noch fehlen. Dann die haben wir fast schon alle freigeschaltet. J01, H07, Kampf den freien Radikalen, Schönheitsfarben, besiege den Obermotz. Oh. Bosskampf ist angesagt, das ist glaube ich der erste Bosskampf dann in Octo Expansion, den wir haben. Ich hätte gedacht, es gibt schon mehr Bosse, aber gut. Eieiei. Wenigstens ist es, ah ne, 3000. Ich glaube, das werde ich wahrscheinlich auch nicht so oft versuchen wahrscheinlich. Diese Herausforderung erfordert den Einsatz des Tintendüsers. Ja, das habe ich bemerkt. 3000 ist teuer. Oh Gott.
Die Arena gefällt mir gar nicht. Die Arena gefällte mir gar nicht. Warte mal, ist das die End? Ist das der Typ? Es ist der Typ. Okay, den kenne ich aus Splatoon 2 im Story-Modus noch. Der war eigentlich gar nicht so schwer. Man muss halt nur die drei Dinger da besiegen, die auf seinem Kopf sind. Der war eigentlich gar nicht so schwer. Gut, man muss natürlich auch so gesehen. Man hatte damals ein Dingenskirchen da. Ich habe den Namen vergessen, der Waffe. Nee, ein Sniper. Aua, ein Sniper gehabt. Hatte damals einen Sniper gehabt und damit wurde es natürlich sehr einfach. Wobei ich mich nicht daran erinnern kann, an diese zielsuchenden Raketen. An die kann ich mich tatsächlich nicht erinnern, muss ich gestehen. So, da warte ich jetzt erstmal hier. So. Ich habe irgendwie das Gefühl, der kommt nicht zu mir hin. Das gefällt mir nicht. Oh. So, hast du es mal wieder? Gut. Nummer 1, Nummer 2 und the number, 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 nicht 3. Kommt noch, keine Panik. Wenn du nicht schon wieder da hinten wärst. Muss er natürlich mehrere schmeißen. Oh, der hat mich nicht getroffen, krass. Wenn man nicht so langsam mit dem Drecksding wäre. Eieiei, so, jetzt aber. Oh, ist nicht wahr, ey. Ja, natürlich gehst du dann da wieder weg, ne? Ist klar. Sehr schön, so. Boom, Level Nummer, Leben Nummer 1 erledigt. Sehr schön. Geht ja schon mal gut, ist ja schon mal eine gute Idee. Also so komme ich schon mal wieder rein hier in den Boss. Okay, jetzt hat er 4 Dinger. Aber wie gesagt, die Methode, ihn zu besiegen, ist einfach, wie gesagt. Das war so schon in Splatoon 2, dem Story-Modus, und das ist es jetzt auch hier. Auch wenn man, wie gesagt, natürlich aufpassen muss. Hier. Und den Checkpoint habe ich natürlich auch. Oh Gott, jetzt holst du noch ins Bett legen. Ja, genau. Eieieiei. Schön ruhig, mein Freund. Aber interessant, dass er auch sein Angriffsschema ändert. Also das konnte er, glaube ich, nicht. Das wäre mir neu, wenn er das könnte. Gott. Das... Sowas in der Art konnte er aber. Das konnte er aber zumindest. Nur so ein Splatling-Ding da. Kann ich eigentlich, ah, okay, die kann ich auch kaputt machen. Warum mache ich das eigentlich nicht schon vorher? Das wird mir vielleicht ein bisschen Nerven ersparen. Runter, 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 runter. Davor habe ich Angst. Davor habe ich Angst. Davor habe ich Angst. Kannst aber auch mal hier hinkommen. Komm ich ja zu dir hin. Erstmal nochmal einen Dance machen. Na, ah, Schitte. Ah, 2 haben wir schon gekillt. Ah, kann ja nur noch um Stunden handeln, bis ich dich gekillt habe. Wow, 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 wow. Kann sich echt nur noch um Stunden handeln, bis ich dich besiegt habe. Oh shit. Oh shit. Oh. Hilfe. Erstmal schützen hier, erstmal Pause. Ah, wobei ich sagen muss, es ist nicht einfach, den zu treffen. Ja, komm, ist klar, dass du mich da sehen kannst, natürlich. Meine Fresse, ey. Oh Gott, das kann doch nicht sein hier. Gut, wir haben ja jetzt Phase 2 schon. Das ist ja wenigstens ein Vorteil. Nur, es wird mir echt nicht gefallen, wenn ich das hier nochmals machen muss.
Komm her. Das kann doch nicht sein hier, ey. Das kann doch echt nicht sein hier. Der macht schon wieder sehr, Jetzt komm her, du blödes Drecksvieh. Da hinten kann ich dich nicht treffen. Jetzt habe ich ihn einmal getroffen. So, und jetzt schnell weg hier. Ja gut, das Thema schnell weg hier. Wo ist er? Okay, da ist er, okay. Ja, jetzt bist du natürlich da hinten, ne? Ist klar. Kann auch echt nicht zielen. Yes, ja. Zwei getroffen. Das war ein guter Schuss. Wobei, jetzt habe ich natürlich gemerkt, jetzt kam der natürlich entgegengeschossen, natürlich. Boah, hast du sie auch nochmal alle hier? Boom, sehr schön, sehr schön. Und damit hast du auch sein zweites Leben weg. Huiuiui. So. Läuft doch gut. Hab mir einmal jetzt den kleinen Fehler erlaubt, aber okay, weil, kann ich mich daran erinnern? Ich weiß es nicht. Aber der hat mir schon damals Spaß gemacht, der Boss. Das war einer der cooleren Bosse. Letzter Checkpoint. Okay, du machst nur deine blöden, komischen Kanonen. Ach ja, genau, ein Hochdruckverunreiniger, genau. Tu dir keinen Zwang an, ne? Ja, genau, natürlich ein Hochdruckverunreiniger, natürlich. Ist überhaupt nicht OP, ne, oder so. Ja, wie oft kannst du das bitte machen, wenn ich mal so fragen darf? Das ist ein bisschen unfair, muss ich gestehen. Das ist ein bisschen unfair, weil man ist nicht so schnell genug mit diesem Ding. Also, dass man meiner Meinung nach dieses Ding da ausweichen kann. Das ist ein Hochdruckverunreiniger. Ja gut, schwimmen, denke ich auch. Nur das bringt halt auch nichts, wenn ich sowieso schon langsam bin. Also, das ist ein bisschen doof. Das ist ein bisschen lächerlich, meiner Meinung nach. Und das erst recht. Geil, aber gut, der Checkpoint zählt ja, hoffe ich jetzt mal. Also wenn der nicht zählt, der Checkpoint, dann wäre das lächerlich. Was soll man da machen? Was soll man da machen? Das ist lächerlich, das tut mir leid, das ist lächerlich. Das ist lächerlich, dieser Checkpoint, der ist lächerlich. Also was heißt der Checkpoint? Diese Art von Angriff. Ey. Bleib dabei, das ist lächerlich. Das ist mehr als lächerlich. Also tut mir leid, das ist lächerlich. Dem kann man nicht ausweichen. Vor allen Dingen, wenn ich wenigstens hier die Tinte feuern dürfte. Dann wäre das fair. Aber so darf ich das ja nicht. Vor
vor allen Dingen der Tipp dann da noch. Weicht dem Tinten-Hochdruckvereiniger schwimmend aus. Ich habe ZL gedrückt. Warum wurde das jetzt nicht gezählt? Oder warum war ich jetzt schon wieder unten? Oh, wenigstens habe ich schon mal einen gekillt. Das ist schon mal eine schöne Sache, würde ich sagen. Das ist schon mal eine sehr schöne Sache. Wobei, das ist vielleicht eine Taktik. Immer abwechselnd hoch und runter fliegen. Okay, zwei weg. Wir kommen gut voran tatsächlich. Ich habe mich jetzt darauf eingestimmt, auf seinen scheiß Hochdruckverunreiniger. Mehr oder weniger. Eieiei. Ist das heftig? Ja, natürlich. Ich habe ZL gedrückt. Aber gerade nett, dass er nicht seinen Hochdruckverunreiniger macht. Auch wenn mir der Quatsch ebenfalls nicht gefällt. Ja, genau. Natürlich, natürlich. Lächerlich. Oh Gott, ey, ist doch lächerlich. Okay, ich muss gleich doch ein bisschen was zurücknehmen. Also der ist doch ziemlich krass geworden. Kannst mich auch mal in Ruhe lassen. Ja, genau, ne? Natürlich, natürlich, natürlich. Jawohl, ja. Das war mal ein guter Schuss. Boah, ist der übel, der Boss. Also gut, ich muss ja gestehen, ich habe den eher anfangs nicht für voll genommen, weil der in Splatoon 1 total einfach war. Aber gut, da hat man auch noch eine vorteilhafte Waffe. Oh Gott, ey. Ich habe dich doch schon getroffen. Yes. Oh, zum Glück, dass ich den da jetzt noch abgeknallt habe, sonst wäre ich, glaube ich, jetzt tot. Oh Gott, ey. Boah, ich glaube, hätte ich ihn jetzt nicht abgeknallt, dann wäre ich tot. Oh, wir haben schon 34 Minuten. Alter Schwede, ey. Also der Boss war jetzt doch am Ende ziemlich übel. Ziemlich knackig. Also das hätte ich nicht mehr erwartet. Also der war mir eigentlich, dachte ich, etwas easy. Und die quietsche Ente auch hier wieder. Puh, haben wir es geschafft. Die Schönheitsfarben. Oh, und apropos Schönheit. Für meine Schönheit muss ich jetzt auch den Part beenden. Oh, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war ja doch mal wieder ordentlich. Und ja, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Part von Splatoon 2 Octo Expansion. Bis dann und tschüss, euer Jake. Alter Schwede.